Hallo, ich bin die Michelle. Ich mache mit der Leonie ein Video über die Schifffahrt zur Kapelle von St. Bartholoma vom Königssee. Ich bin sehr oft da. Es ist ein schöner Blick vom Hotelzimmer Schiffsmeister über den Platz, wo die Schiffe ablegen. Schon in der Früh um 8 Uhr geht es los. Da fahren die ersten Schiffe nach hinten zu der Halbinsel St. Bartholoma. Man kann weiter nach Salit fahren oder gleich wieder zurück. Hier in diesem Video fahren wir die ganze Strecke bis nach Salit, dann auf den Rückweg nach St. Bartholoma. Auf der Fahrt nach hinten wird an der Echowand Halt gemacht, um das berühmte Echo vom Königssee zu hören. Weiter geht es die 5 Kilometer lange Fahrt entlang an den Stellenwänden der Berge, die genauso steil weiter in den See fallen. Deshalb ist der See hier über 200 Meter tief. Bei der Endstation bei Salit gibt es einen sehr schönen Wanderweg zu Fisch und Clam. Ich bin ihn leider noch nie ganz gegangen, weil ich nicht schwindelfrei bin. Und der Weg über eine schmale Treppe an der Wand entlang geht und links 20 Meter senkrecht zum See geht. Hier am Obersee kann man die wunderschöne Natur betrachten. Es ist so toll hier. Wenn der Wind ein wenig nachlässt, kann man sehr schöne Bilder mit Spiegelungen vom See machen. Das ist mega cool, richtig Romantik, diese Stimmung hier. Mit dem Schiff fahren wir wieder zurück zur Kapelle St. Bartholoma. Seine Architektur mit zwei unterschiedlichen Zwiebeltürmen und roten Kuppeldächern wurde zu Wahrzeichen für die Region Berchtesgaden-Königssee. Außen befindet sich eine Sonnenuhr. Das Gebäude dahinter ist ein Jagdschloss. Innen gibt es einen sehr schönen Altar. Das ist so eine schöne Landschaft hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen.